Flug Schalappenzell, Adi heisse. Ich zeige euch zeigen heute, wie man einen Gleitschirm in den Rucksack einpackt und auch wieder rausnimmt. Und das Mal haben wir einen Gleitschirm drin, der nicht alltäglich ist, sondern es ist ein Leistungsschirm. So etwas wie zum Beispiel ein Ozon Photon, ein Zeolite, ein Zeno oder einfach ein Leistungsschirm, der wenig Flügeltiefe hat, dafür recht viel Spannweite. Der Gleitschirm hier innen, der ist so, dass er fixiert ist mit einem Bändel hier im Sack. Da kann ich nämlich auf den Packbändel verzichten, der sonst normalerweise dabei ist. Wenn man schaut, der Gleitschirm ist hier gewickelt um mein Gurtzeug herum. Der Notschirmgriff hier auf der Seite, wo man sieht. Und er ist als solches nicht mehr im Packsack angemacht. Dann mache ich den Schirm auf. Und wenn ihr achtet, bei mir hat es da so Clip, die ich brauche, um ihn zu verpacken. Aber wenn ich den Reissverschluss zutue, mache ich die Clip schon wieder auf, so dass ich schneller parat bin auf dem Startplatz oben. Den Schirm nehme ich zum Sack aus. Der Sack kommt hinten ins Gurtzeug eingepackt. Wenn ich ihn jetzt auftun möchte, ziehe ich mir die Leine auseinander und dann habe ich eventuell Knüppel drin. Also was ich vom jetzigen Moment an mache, ich nehme meinen ganzen Bund von Leine und ziehe den Leinenbund so zum Gleitschirm aus. Und jetzt habe ich schon die Gewährung, dass es keine Knöpfe mehr drin hat. Und wenn ich jetzt den Gleitschirm auseinanderziehe, also parat mache zum Starten, nachher geht er wunderbar auseinander und ich habe keine Knöpfe drin. Und darum zuerst die Leine rausnehmen zum Schirm aus und dann auftun und dann parat machen mit der Leine. Also jetzt kann ich ohne Probleme das Gurtzeug wegziehen und so weit mich wegbewegen, dass ich sehe, auf welche Seite ich das Gurtzeug ausdrehen muss. Jetzt in meinem Fall ist es hier links rundherum ausdrehen. Und ihr seht, die Leine, die ich hier habe, habe ich jetzt keine Knöpfe drin. Das heisst, ich bin schon parat eigentlich zum Starten. Und ich sehe es von der Bremse bis unten auf, alles zusammen. Und ich habe den Schirm nicht einmal ausbreitet ganz, sondern er ist hier in unserem Flugshop innen nur halb offen. Dann das Umgekehrte. Die ganze Sache wieder ins Gurtzeug rein, Sauces reinpacken. Also das Verpacken selber. Man ist gelandet, der Schirm geht am Boden runter. Und wenn ich vom Landeplatz weglaufe, dann ist der Schirm ja irgendwie so in einer Krause in der Hand. Und dann legen am Faltplatz am Boden runter den Schirm. Und zwar ist ja jetzt die Sauces gar noch nicht parat. Die Leinen kommen wieder auf den Schirm rauf. Die sind bereits sortiert, das heisst, ich bin geflogen, es hat keine Knöpfe drin, sie kommen ohne Knöpfe auf den Schirm rauf. Das nächste ist, ich brauche meine Packwurst, Sauces. Bei uns ist jetzt das die Concertina von Ozon. Und da schaue ich an, was ist oben und was ist unten. Es hat hier einen Sack, das ist, wenn man den Schirm trennt, kommt in diesen Sack rein der Traggurt. Das heisst, es ist definiert, was oben ist und was unten ist. Und wenn wir jetzt schauen, wenn ich einen normalen Schirm habe, mit einer normalen Flügeltiefe, dann lege ich den Schirm auf die Sauces auflegen. Und da ist es nebendran platziert. Das heisst, der Schirm ist auf der einen Seite, die Sauces ist auf der anderen Seite. Und mir ist wichtig, dass ich den Schirm am Landeplatz nicht ausbreite. Erstens brauche ich viel weniger Platz. Zweitens, wenn es Restfeuchtigkeit auf dem Boden hat, habe ich keinen feuchten Schirm, ich habe keinen dreckigen Schirm. Wenn ich die Spanien fliege, wo alles zusammen voll Staub ist, muss ich meinen Schirm nicht im Staub ausbreiten, sondern ich bin gelandet, ich habe ihn als Bündel. Und das Bündel, das kommt jetzt hier in meine Sauces. Und da fange ich von einer Ecke an und fange den Gleitschirm auf meine Sauces zu verziehen. Und zwar platziere ich die Eintrittskante ungefähr da, wo mein Packsack fertig ist, mein Schlauch. Also da zone ist die Eintrittskante und der Gleitschirm ist so, dass er ja bei diesen Leistungsschirmen durchgelattet ist. Und so ziehe ich eine Latte nach dem anderen so gegen mich
und ziehe ihn vom einen Ecke bis zum anderen Ecke gegen mich herziehen. Die Leinen kommen einfach mit. Und jetzt drücke ich ein bisschen gegen mich her. Und da unten, da kommt jetzt meine Sossis vor. Und die Sossis, die hat da gerade einen Clip, da einen Clip. Und der erste Clip, den mache ich jetzt einmal zu. So, dass das Ding einmal am Ort bleibt. Und jetzt sieht man schon, dass alle die Latten, die von zuvorderst bis zuhinterst sind in diesem Schirm, wunderbar parallel liegen. Und oben durch, dazu, durch das, dass ich die Eintrittskante gegen mich geschaffen habe, ist das eigentlich schon wunderbar aneinander. Die Stäbchen, da wo es am heikelsten ist, dass die könnten verdruckt werden, die liegen wunderbar aufeinander oben. Ich muss also gar nicht mehr gross das da büscheln. Ein bisschen aufeinander rauf. Und jetzt sieht man, wie die Ruten oder eben Stäbchen all zusammen tipptopp da liegen. Ich fange mit dem Reissverschluss an. Und jetzt kommt eben genau der Punkt, wo ich für mich die Clips schon wieder öffne. Weil das immer nur eine Packhilfe. Und um das, dass sie jetzt schon wieder offen sind, bin ich am Startplatz oben entspannter. Ich bin schneller parat. Ich mache es hier unten noch fertig zu. Der Traggurt ungefähr parallel hier unten. Ich lege es drin rein. Mache den Rest noch zu. Die Packwurst hat übrigens hier noch Öffnungen, dass Restfeuchtigkeit könnte raus. Und dann ist das soweit gut. Jetzt geht es darum, das System in den Packsack hineinzutun. Die Eintrittskante beim Packsack zu unterstaben. So, das heisst, das ist der Boden von meinem Rucksack und es wird zu unterstaben getan. Das sind dann übrigens die Riemen, die ich das ganze Bündel mit fixiere. Und auch da, wenn ich Restfeuchtigkeit auf dem Boden habe, ich tue meinen Schirm auf der Rucksack rauf, falten, das heisst Restfeuchtigkeit geht man nicht ins Material rein, auch Dreck, was könnte haben. Das ist schön sauber, der Schirm bleibt so nicht im Dreck. Dann kommt das Gurtzeug auf die Austrittskante und es geht darum, dass ich verzichten kann auf die Rugeli da, die aufblasbaren, die man hat, um den Schirm zu falten, damit er möglichst schöne Radien macht. Dass die Stäbchen, die wir drin haben, die Ruten, nicht kleine Radien machen, dass sie nicht geknickt sind. Und darum falte ich es ums Gurtzeug herum. Jetzt fange ich an und tue das Gurtzeug da drin rein. Ich schiebe es gerade noch ein bisschen schieben. Damit es nachher, wenn ich ein zweites Mal ruggle, gerade aufgeht und es dann ungefähr da ist, wo der Boden ist von meinem Rucksack. Nachher anmachen mit dem Riemen, der parat ist. Ich tue es ganz leicht komprimieren, so dass ich nachher den Sack darüber aufziehen kann und auf der einen Seite zumachen kann, ohne dass ich am Reissverschluss reissen, auf der anderen Seite zumachen. Auch hier, der Reissverschluss hat keine Last drauf. Ich kann zutun. Und dann, wenn ich will, tue ich es auf der einen Seite wie auf der anderen Seite so stark komprimieren, wie es sinnvoll ist. Und am Schluss kommt da oben drauf noch der Rest von der Ausrüstung. Helm, Funkgerät, Händchen, vielleicht die Jacke und den Rest zumachen. Und meine Ausrüstung ist wieder parat, um auf den Berg raufzugehen oder zum Heimgehen. Das zum Packen von einem Leistungsschirm. Wie gesagt, ein Schirm mit viel Streckung, wenig Tiefe und mit viel Stärke.